Mit einem sensationellen Gewicht von nur 5,4 Kilo bei 97 Liter kommt das Tabu Pocket Air in der Team Edition zu uns in den Test. Sehr kompakt gehalten zeigt sich das Board in der Outline und stark konturiert vom Unterwasserschiff, besonders in den Rails. Insgesamt ist alles sehr sauber verarbeitet. Tabu hat bei dem Pocket Air in der Nase auf der Oberseite etwas mehr Volumen eingebracht. Dadurch erstreckt sich hier das gesamte Volumen über die gleichmäßige Länge des Boards und ermöglicht so eine gute Stabilität in Längs- und auch in Querrichtung. 67 cm sind jetzt nicht super breit, aber auch nicht super schmal. Und mit 1,63 ist es insgesamt sehr kompakt bei 97 Litern. Auch wie hier zu sehen sind bei einem Fahrergewicht jetzt zum Beispiel von 72 Kilo längere Fahrten in der Verdrängerfahrt kein Problem. Schauen wir auf das Unterwasserschiff. Da haben wir eine Nose-Aufbiegung, die ist sehr lang gezogen, sodass halt nur ein kurzes Stück an wirklicher Gleitfläche übrig bleibt, die plan ist. Also wo wir auf inaktives Anfahren zählen können. Wir brauchen hier schon einen gleichmäßig guten Zug im Wing oder halt ein aktives Anfahren, um hier früh auf den Flügel zu kommen. Also um es nochmal klar zu sagen, der wirklich komplett stressfreie Einsatz, ob jetzt in Binnenbereichen, wo der Wind manchmal nur flächig, also im Minutentakt vorhanden ist, oder auch am Meer bei konstanten Bedingungen, ist hier die Größe von 97 Litern optimal geeignet, bis 90 Kilogramm Körpergewicht. Einmal im Fliegen ergibt sich sofort aufgrund des wirklich extrem leichten Bordgewichtes ein für die Größe sehr leicht und spielerisches Fahrgefühl. Es ist, wie gesagt, halt in unserem gesamten Testverlauf definitiv das leichteste Board, was wir bisher im Test hatten. Schauen wir auf die Standposition und die Trimmöglichkeiten. Wir haben das Board wirklich einer sehr großen Bandbreite von unterschiedlichen Flügelgrößen, Vollgrößen ausgesetzt. Das ging von 2000 Quadratzentimeter bis 1200. Das kann die normale Trackschiene an dieser Position, die hier eingebaut ist, gerade so noch darstellen. Aber grundsätzlich wäre es auch noch möglich, halt eine größere Bandbreite von Flügeln wirklich auf diesem tollen Brett zu montieren, wenn man da lange Trackschienen drin hätte. Das kostet jetzt sicherlich nicht viel und bringt auf jeden Fall Punkte, immer von der Kompatibilität. Auf dem leicht konkav geschapten Deck lässt sich grundsätzlich einfach und intuitiv die optimale Standposition erfüllen. Was uns nicht so gut gefällt, also allen Testern in dem Rahmen hier, ist die Neigung der vorderen Windsurf-Schlaufenanordnung. Die ist sehr steil gehalten, ca. 30 Grad. Da mögen wir alle diese 45 Grad Stellung der Schlaufen insgesamt etwas lieber, weil man da noch etwas neutraler auf der Längsachse steht. So muss man dann halt die Fußschlaufe einfach einen kleinen Tick größer fahren als vielleicht notwendig, damit man den Fuß seitlich drehen kann, dann erreicht man natürlich auch einen komfortablen Stand in dieser Position. Die Kombination aus einer intuitiven Standposition mit dem ganz leicht konkaven Deck, da werden die Lenkimpulse sehr genau und präzise übertragen, das Board ist nicht zu breit, dazu kommt dieses extrem leichte Gewicht und daraus resultiert halt einfach ein deutlich kleineres Board-Feeling im Fliegen, als man es von 97 Liter bislang gewohnt ist. Dazu kommen die wirklich sehr runden und weichen Rails, die auch wenn man mal ganz leicht ins Struggeln und leicht ins Haken mit dem Rail kommt, hier auf gar keinen Fall abbremsen, sondern hier fährt man einfach ganz butterweich durch die Wasseroberfläche. Und das leichte und agile Feeling setzt sich natürlich auch in dem Bereich des Surfens weiter fort.
Reaktion auf Pumpen ist hier sehr direkt und genau auf den Flügel übertragen. Und insgesamt ist das Steuern hier, wie schon erwähnt, mit wirklich geringen Kräften versehen. Also auch in diesem Bereich kann man die Leistung hier für ein Board mit 97 Litern für gut bis sehr gut erachten. Auch im Vergleich zu kleineren Modellen, vielleicht bis zu 80 Liter, ist das hier ein ähnliches Gefühl. Die kompakten Abmaße und auch wieder das leichte Gewicht, sowie auch die sehr rund und weich geshapten Rails und das leichte Extra-Volumen in der Nase sorgen auch dafür, dass man hier mit 97 Litern beim Springen insgesamt ein gutes Gefühl am Fuß hat. Bei Rotationen neigt das Board nicht dazu, bei der Landung zu verschneiden, und bei kleinen Hüpfern bounce die Nase einen immer wieder sofort in die optimale Position, damit man schnell wieder aufsteigen kann. Pocket Air mit 97 Litern eignet sich sehr gut für Fahrer und Fahrerinnen zwischen 60 und 70 Kilo als Ein- und Aufsteigermodell mit insgesamt einem sportlicheren Anspruch. Für alle, die insgesamt ein sportliches Brett suchen, aber auch viel in Binnenrevieren unterwegs sind, wo halt teilweise wirklich mal der Wind gänzlich weg ist, da ist es ein wirklich sehr schönes Brett bei 80 bis 90 Kilo. Da es einfach ein wirklich leichtes und kleines Bordgefühl im Fliegen vermittelt, allerdings halt vom Volumen und von der Kippstabilität eine ausreichende Stabilität bietet, um stressfrei auch längere Phasen mit sehr wenig Wind stressfrei zu überleben. Diese Kombination aus höherem Volumen und dem auch aktiven Fahrverhalten, was man braucht, weil hier einfach insgesamt in der Bodenkurve mehr Rockerlinie drin ist, macht es halt nicht zum völligen inaktiven Einsteigermodell in dieser Klasse. Wer aber im optimalen Körpergewichtsbereich hier zwischen 75 und 95 Kilo leichte Erfahrung hat mit dem Wingfoilen, für den ist das Ganze hier wirklich ein Top-Around-Board mit einem sensationell leichten Gewicht, toller Verarbeitung, und es sieht auch noch ganz gut aus, wie wir finden. Dazu kommt eine große Kompatibilität, was unterschiedlichste Flügelgrößen angeht. Je nach Anwendungsbereich kann man hier zwischen leicht aufsteigenden, eher einsteigerorientierten Flügeln oder auch schnellen Flügeln zum Springen oder auch zum Surfen variieren. Das kann das Board auch schon in der Konfiguration, so wie es jetzt ist, darstellen, auch mit dem kurzen Kasten. Aber wir sind da genau an der Grenze, also längerer Kasten, wie gesagt, schadet nicht. Wer bei dem Paket hier, das Ganze kostet 1599 Euro, sagt, hört sich alles total cool an, ist mir aber ein bisschen zu teuer. Für den gibt es noch die MTE-Variante in Glas-Sandwich. Die ist dann 300 Euro günstiger. Allerdings bringt die dann auch natürlich aufgrund der Konstruktion etwas mehr Gewicht auf die Waage. Wer sich aber für die Team-Variante entscheidet, der wird zwischen sportlichem Feeling und komfortablem Volumen für kurze Zeit in Verdrängerfahrt momentan schwer am Markt etwas Besseres finden.